Schönen guten Tag, ich bin in der Polizei. Was ist denn los? Was ist passiert? Es gab einen Bombenfund. Was? Einen Bombenfund und Sie befinden sich im Sperrkreis von 500 Metern. Und uns wurde zugetragen, dass sich hier noch Personen in der Wohnung befinden. Jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie sich was anziehen und die Wohnung verlassen. Das wussten wir nicht. Das wussten wir. Wir haben davon nichts mitbekommen. Wollen Sie mich verarschen? Nein. Seit Stunden laufen draußen Lautsprecher durchsagen, wir hämmern hier gegen die Tür, wir klingeln. Und also bitte, ziehen Sie sich was an, ja? Ja. Und verlassen Sie bitte umgehend die Wohnung. Okay, das also, tut uns leid, wir beeilen uns. Ja. Wir entschuldigen uns dafür. Ich gehe in die Küche. Was machst du da? Da kennt dich doch jeder. Du wärst schön. Ja, aber ich will was trinken. Nein, du kannst was trinken, aber nicht in der Küche. Oh Mann. Okay, warte, nein, stopp. Hey. Was? Mann, ich hab keinen Bock mehr, wieder was anzuhören von unseren Mitbewohnern, okay? Also. Hey, seit wann interessiert dich das? Ich höre mir gerne was an, wenn ich das kriege, was ich jetzt will. Okay? Warum ist das hier eigentlich so still? Guten Morgen! Hallo! Hallo? Danny? Hä, warum sind denn die alle schon mal? Hallo! Aber sonst sind die doch alle nicht so viel weg. Morning! Hallo! Morgen. Hallo? Ja, wie am Kopf, also, soweit ich weiß, habe ich heute nichts zu tun. Und hast du heute irgendwelche Pflichtseminare oder so? Ich habe eine Pflicht. Mhm. Aber kein Seminar. Verstehst du? Das heißt, wir können die ganze Bude durch. Ja. Ach so. Darauf habe ich den ganzen Morgen gewartet. Egal. Okay. Sag mal, warum muss ich jetzt eigentlich die Einkaufstüte tragen? Weil ich Rückenschmerzen habe. Gerade. Da richtige Probleme im Moment. Voll nervig. Ja, das funktioniert nicht. Ich muss los zur Arbeit. Hier darf keiner rein. Das kann doch nicht sein. Hier darf keiner rein. Keine 5 Minuten, keine 10 Minuten. Irgendeine Bombe oder so. Fliegerbombe. Ich komme zu spät. Alles im Umkreis von 500 Meter. Ja, kann ich verstehen. Und wie komme ich jetzt zur Arbeit? Wir können nicht in unsere Wohnung. Nehmen Sie die Öffentlichen. Ich habe kein Geld. Leihen Sie mir Geld. Nein, ich leihe kein Geld. Wir haben hier Tiefkühlsachen drin. Können wir die ganz kurz hochbringen? Ich gehöre mit den Jungs. Wir das interessiert mich recht wenig. Seien Sie mal ruhig. Das interessiert mich recht wenig, was in Ihren Tüten ist. Ja, hier ist ein Sperrkreis. Hier wurde eine Fliegerbombe entdeckt. Ich erkläre das gerne auch nochmal. Ja, das heißt, keiner darf in diesen Sperrkreis. Ja, es befinden sich immer noch Personen in den Wohnungen. Dann können wir möglicherweise auch hier. Ja, das heißt, die Leute müssen jetzt raus, dann können wir mit den Arbeiten anfangen. Ja? Deswegen entfernen Sie sich jetzt hier bitte. Naja, schauen Sie mal. Die Fliegerbombe ist doch bestimmt seit Millionen Jahren da unten oder wo auch immer. Und die wird auch in den nächsten 5 Minuten nicht hochgehen. Also seien Sie doch jetzt ein bisschen cool. Lassen wir uns die Tüten schnell hochbringen und ich brauche meine Schulsachen. Denn ohne Schulsachen ist es scheiße in der Schule, Alter. Ja, und Schulbildung ist echt wichtig. Wie bitte, Alter? Reden Sie mal mit mir nicht wie ein Kumpel. Ja, bleiben Sie mal ruhig, halten Sie Abstand, verlassen Sie jetzt hier den Ort. Ich habe das gerade erklärt, in diesem Sperrkreis darf keiner. Okay. Teilweise müssen wir die Person aus den Wohnungen zerren. Ja. Schönen Tag noch, Jungs. Ich bin arbeiten. Sag mir Bescheid, wenn das hier durch ist. War eine beschissene Idee, vor der Schule einkaufen zu gehen. Naja, ich muss das jetzt irgendwie meinen Lehrer erklären. Alles gut. Ich ruf mal Toni und sag ihm Bescheid. Viel Spaß. Hey, das war jetzt das dritte Mal oder so. Ja und? Lass mich wenigstens kurz was trinken, okay? Okay. Eine kurze Pause. Dann los, beeil dich. Dann geht's weiter. Okay? Los! Los! Oh, ist ja okay. Wow, das ist ein Krafttanken. Was weiter? Los, raus! Polizei! Führung! Paketbote? Nein, Mann, das ist das 10. Mal oder so. Das kann doch nicht sein. Schönen guten Tag, ich bin in der Polizei. Was ist denn los? Was ist passiert? Es gab einen Bombenfund. Was? Einen Bombenfund und Sie befinden sich im Sperrkreis von 500 Metern. Und uns wurde zugetragen, dass sich hier noch Personen in der Wohnung befinden. Jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie sich was anziehen und die Wohnung verlassen. Das wussten wir nicht. Das wussten wir. Wir haben davon nichts mitbekommen. Wollen Sie mich verarschen? Nein. Seit Stunden laufen draußen Lautsprecher durchsagen, wir hämmern hier gegen die Tür, wir klingeln.
Und also bitte, ziehen Sie sich was an, ja? Ja. Und verlassen Sie bitte umgehend die Wohnung. Okay, das also, tut uns leid hier, wir beeilen uns. Ja, wir entschuldigen uns dafür. Warte, aber wie konnten wir das nicht mitkriegen? Ja, ganz einfach, weil wir einfach ziemlich gern Sex haben und ziemlich laut. Oh, würde ich mal sagen. Ey, aber trotzdem, Mann, hier ist eine Bombe, das ist nicht lustig, oder? Ich meine, das ist voll ernst. Ich war vorher wieder draufgegangen oder so. Das ist geil. Das ist... Glaubst du, ich kann noch duschen gehen? Kurz? Ey, du bist echt unverantwortlich. Na, kann ich oder kann ich nicht? Weiß ich doch nicht. Ihr wollt mir jetzt nicht wirklich erzählen, dass wir immer noch hier stehen, oder? Ja, doch. Irgendwelche Vollidioten kommen nicht aus dem Wohnraum raus. Machst du nix. Mann, Digga, ich will doch einfach nur eine Dusche, Mann. Ich war arbeiten, ich hab keinen Bock mehr. Kann wir das Ganze nicht ein bisschen beschleunigen? Seid ihr immer noch hier? Bleiben Sie mal. Ich kann da nichts machen. Jetzt auf. Wissen Sie, es befinden sich immer noch Personen in den Wohnungen. Wir müssen die hier teilweise rauszehren, wir kriegen die nicht raus. Und so lange können wir auch nicht anfangen. Eben. Ja, das habe ich hier einen Kollegen auch schon erklärt vorhin. Hanna? Müssen halt einen Stift. Was macht die denn da? Aber sehen Sie? Da sind wieder zwei. So, jetzt kommen hier die letzten. Dean und Olivia. Ja, super. Das ist echt kalt, ne? Dicker. Ja. Hola, was Hallo, geht? Hallo, nicht grinsen, schnell raus. Geht ihr doch nicht. Ich kann ja nicht wahr sein. Was denn? Was denn? Was soll die Scheiße? Nee, was für eine Scheiße? Was stellt ihr euch denn so an, Mann? Übertreibt Digga, hier wird alles evakuiert und wir warten seit Stunden. Ich war schon arbeiten und ich kann immer noch nicht in meine Wohnung. Weißt du warum, Alter? Weil ihr beiden hier die ganze Zeit. Was macht ihr denn in der Wohnung? Wow. Hey, einfach mal locker luftig durch die Hose erstmal atmen. Ja, wie bitte? Stellen Sie sich mal jetzt bitte nicht so dumm. Ja, wegen den Unbelehrbaren wie Sie beide verzögert sich die ganze Situation hier. Komm mal bitte mit. Warum macht ihr so einen Sprech's Kater? Aus. Warum seid ihr jetzt erst hier? Wir waren halt beide ein bisschen beschäftigt. Ja, wir haben Zeit. Punkt. Es ist krank. Leute, es ist ernsthaft krank. Ich warte seit Stunden hier in der Kälte. Ich friere mir den Arsch ab. Nur weil ihr beiden da oben pimpern müsst? Digga, ihr seid sexsüchtig, Mann. Das ist super krank. Was verbindet euch in eurer Beziehung außer Sex? Nix. Nur Nix. Ihr würdet keine 30 Tage ohne Sex aushalten. Nein, natürlich. Ich würde safe 30 Tage aushalten, okay? Und unsere Beziehung besteht nicht nur aus Sex. Ja, dann erzähl doch mal, was habt ihr hier für Hobbys? Wir töpfern oder haben eine Menge gemeinsam. Ja, töpfern würdet ihr. Ja, und wenn schon. Wir schauen uns ziemlich gerne an, oder? Ja. So. Digga, es ist einfach nur asozial. Es ist wirklich asozial. Dein kleiner Bruder ist heute ohne Hausaufgaben in die Schule gegangen. Ich stehe hier frie mir den Arsch ab. Ja, ich bin ohne Mittagessen und ohne Portemonnaie zur Arbeit gegangen, Alter. Und ich konnte auch nichts machen. Für den Arsch, Alter. Okay, du bist anscheinend hier im Meckernase. Du bist der verantwortlichste Mensch, den ich jetzt kenne. Weißt du, was sie brauchen? Und du bist jemand, der da steht, ein Mitläufer ist. Ihr seid alles Neider. Man kann nicht alles mit Sex regeln. Neider! Haha. Wir werden jetzt einen Kaffee trinken gehen. Oh ja. Verstehst du? Ich lasse mir den Kaffee trinken auch noch. Und wenn schon. Bei uns explodiert halt immer die Bombe. Meinst du, wir würden es einen Monat lang ohne Sex aushalten? Ich weiß, für dich wäre es ein Problem. Was? No. Für mich wäre es ganz bestimmt kein Problem. Aber Connor hat recht. Du hättest ein Problem damit, weil du würdest nicht mal eine Woche aushalten. Eine lausige Woche. Ja? Olivia, ich hatte schon längere Durchstrecken als eine lausige Woche, geschweige denn einen ganzen Monat. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich kein Ding. Das ist voll normal. Voll normal. Voll normal. Weißt du was? Ich kenne dich, ich kenne mich und ich weiß ganz genau, dass du mir niemals widerstehen könntest. Also, was erzählst du? Du könntest das aushalten. Olivia, dann kennst du mich ein bisschen schlecht. Dann lass wetten. Ganz einfach. Komm, wir wetten einfach 30 Tage lang kein Sex ab jetzt. Okay? Und derjenige, der als erstes nachgibt und den ersten Move macht, der muss 30 Tage lang die ganze WG putzen, okay? Und zwar nicht nur seinen eigenen Putzplan, sondern er muss von jedem den Putzplan erledigen. Verstehst du? Das ist ziemlich kindisch. Darauf habe ich keine Lust. Na, ich wusste doch, du würdest kneifen. So. Hast du gerade gesagt, ich würde kneifen? Natürlich, tust du doch gerade. Hey! Du willst also wetten. Du kriegst deine Wette. Keine Chance, weil nach einer Woche bist du bei mir wieder auf der Matte. Werden wir sehen. Leute, also, ich spreche jetzt einfach mal im Namen von Toni und mir, okay? Es reicht. Aufweiher, mit was denn? Nein, ehrlich, Leute, es gibt Grenzen. Ich hab das die ganze Zeit so, ich hab mich da rausgehalten, ja? War für mich cool. Euer Sexleben, mir scheißegal. Aber Leute, das hat heute so eine fette Grenze überschritten.
Es ist übertrieben asozial. Es ist wirklich einfach asozial euren Mitmenschen gegenüber. Es reicht langsam mal. Alles klar. Hast du auch noch was dazu zu sagen, oder? Ja. Ich meine, ich fand's ehrlich gesagt auch uncool, dass ich so lange draußen in der Kälte stehen musste. Aber na gut, ich war ja zwischenzeitlich in der Schule. Aber trotzdem halt, dadurch, dass ich nicht rein konnte, oder weder noch an meine Schulmaterialien ran konnte, konnte ich halt meinem Biolehrer nicht die Hausaufgaben zeigen, die ich sonst eigentlich nie mache, aber die ich jetzt hätte. Und er hat's mir nicht geglaubt. Klar, Mann, bist richtiger Nerd geworden. Jungs, chillt. Toni, kannst du auch sagen, soll chillt, genauso wie Danny sagen könnte, er kann chillen. Weil ihr werdet 30 Tage von uns Ruhe haben. Richtig, weil wir sind eine Wette eingegangen. Wir werden 30 Tage lang keinen Sex haben und derjenige, der als erstes schwach wird, wird 30 Tage lang den Putzdienst von jedem hier übernehmen. So. Oh. Geil, Alter, 30 Tage nicht putzen. Ah, freut euch nicht zu früh, ja? Ihr werdet noch sehen. Ach, werden wir. Ich werde mich noch früher freuen. Ja, weil wir werden safe nicht putzen. Ja, und deswegen könnt ihr euren Putzdienst gerne weiter antreten, ihr Loser. Also, gute Nacht. Ja, lass schlafen gehen. Wollen wir die Karten mitnehmen oder wollen wir schlafen gehen? Ja, spielt mal Karten. Ja? Ja. Das wird unser neues Ding. Spielt doch Karten, ja? Ist doch in Ordnung. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao, ciao. 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 Wow, du sagst ciao, du machst nicht die Tür zu. Super. Okay, fängt jetzt schon unser erster Streit an, oder? Alter. Ja, also das hier wirst du nur noch zu Gesicht bekommen, aber anfassen darfst du nichts. Deswegen viel Spaß. Alles klar, aber gucken ist ja noch erlaubt, oder? Ja. Ich gehe ins Badezimmer, weil ich glaube, ja, ich ziehe mich da. Olivia, freu dich mal nicht zu früh. Ich krieg das alles ganz locker luftig hin. Ich habe alles in den Griff in der Hose. Ich kriege das hin. 30 Tage. Mann, ich fürchte, das wird eine sehr, sehr lange Zeit. Scheiße, was habe ich noch gemacht? Aber warum muss Olivia auch so heiß sein, Mann? Ich habe nochmal in mich hineingehorcht und habe festgestellt, dass es mich schon reizen würde, mit anderen Männern zu flirten. Und auch vielleicht Sex mit anderen Männern zu haben. Ich finde dich ganz schön scharf und wenn du deinen Mann mal für eine Nacht vergessen könntest. Manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Und Life ist so eine Type, Alter. Und jetzt siehst du gleich deine alte große Liebe. Ja? Das Meer. Mann, 30 Tage kein Sex ist doch eine Scheißidee gewesen. Weißt du, wenn du Bock hast, kannst du mir zuschauen beim Duschen. Und ich werde mich überall einseifen. Überall? Überall. Überall. Ja.